Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem kurzen Video in eigener Sache, ein kleiner Rant. Und zwar hat YouTube was an seinen Monetarisierungseinstellungen geändert. Und das fuckt mich ordentlich ab. Gerade vor zwei Tagen sehe ich auf YouTube in meinem Dashboard, dass es eine Update-Nachricht gibt zu den Anzeigeformaten. Ich klicke drauf und sehe da folgenden Quark. Dazu eine kurze Vorgeschichte. Wir haben gerade am Dienstag im Stream darüber gesprochen, wie nervig das ist, dass YouTube so viel Werbung macht. Und dann habe ich gesagt, hey, das macht jetzt aber ja nicht YouTube also selbst, sondern hauptsächlich machen das ja die Creator. Also ich als Creator kann ja einfach entscheiden, soll in meinem Video Werbung sein und wenn ja, welche Werbung und wann und wo und warum. Das heißt, wenn man dann ein Video sieht, das meinetwegen 20 Minuten lang ist und alle 5 Minuten kommt eine Werbung oder alle 8 Minuten, alle 10 Minuten, wie auch immer, und am Anfang sind unüberspringbare Werbeanzeigen und am Ende auch, dann ist es ja der Creator, der YouTuber, der dahinter sitzt und diese Werbung genehmigt und eben da reinmacht, der das einstellt für dieses spezielle Video. Vielleicht auch in seinen Voreinstellungen einfach irgendwann mal so eingestellt hat, dass das immer so verteilt werden soll. Darüber hatte bis jetzt der Kanalbesitzer, der Creator, immer die Macht. Also wie diese Werbung eben ausgeliefert werden soll und was halt schlussendlich dann wie lang zu sehen ist. Aber jetzt kommen Sie mit dieser bodenlosen Frechheit an. Und ich finde es wirklich, also wirklich assig. Pass auf. Wir haben die Auswahl an Anzeigeformaten vereinfacht, die vor oder nach Videos eingeblendet werden. Damit soll der Umsatz für Creator gesteigert werden. Die Optionen für Pre-Roll, Post-Roll, überspringbare und nicht überspringbare Videoanzeigen können von Creatern nicht mehr selbst angepasst werden. Dämlich? Wenn du Anzeigen für neue Videos im Langformat aktivierst, werden deinen Zuschauern jetzt gegebenenfalls Pre-Roll, Post-Roll, überspringbare oder nicht überspringbare Anzeigen präsentiert. Durch diese Änderung werden alle Anzeigeformate standardmäßig aktiviert. Die wollen einen doch verarschen. Die Optionen für Midroll-Anzeigen bleiben unverändert. Da haben wir nochmal Glück gehabt, zumindest die, die halt Midroll-Anzeigen nutzen. Ich nutze sie gar nicht, weil ich nicht möchte, dass ein Video von mir unterbrochen wird. Man soll es von vorne bis hinten am Stück gucken können und da soll nicht irgend so ein scheiß Cut drin sein. Außerdem kannst du weiterhin wie gewohnt Anzeigeformate für bestehende Videos im Langformat auswählen, sofern du nicht die Monetarisierungseinstellungen änderst. Ich kann also bei alten Videos noch alles so machen wie die ganze Zeit, aber bei den neuen nicht mehr. Hinzu kommt dann noch Folgendes, wir möchten die Nutzerfreundlichkeit für Zuschauer sowie die Leistung anderer Anzeigeformate auf Computern und Mobilgeräten optimieren. Deshalb sind ab dann, das ist jetzt schon eine Weile her, Overlay-Anzeigen nicht mehr auf YouTube am Start. Diese Overlay-Anzeigen waren auch eine recht gemütliche Art und Weise, eben Werbung zu machen, die nicht so intensiv ist und alles einfach wegklatscht, ist jetzt nicht mehr da. So. Das sieht dann für mich in der Praxis wie folgt aus. Ich habe hier ein Video von letzter Woche und wie man hier sehen kann, hätte ich hier eine Midroll-Einstellung machen können, mache ich aber nicht, weil ich das nicht will. Und hier sind meine bisherigen Anzeigeeinstellungen. Ich habe überspringbare Videoanzeigen an, yes. Und diese überspringbaren Videoanzeigen sind vor dem Video und eben auch nach dem Video, falls jemand so lange da bleibt. Nicht überspringbare Videoanzeigen habe ich defaultmäßig aus, weil ich das auch nicht will, dass jemand mein Video schauen möchte. Im schlimmsten Fall ein Tutorial, dass man schnell schauen möchte und dann kommt irgendwie 50 Sekunden Werbung. Das will auch überhaupt niemand. Aber jetzt sieht das bei einem neuen Video so aus. Es ist einfach alles an. Nicht überspringbar. Und das finde ich ist eine Riesenschweinerei. Ich muss doch als Creator auswählen können, was ich meinen Zuschauern zumute und wie ich mein Geld verdienen möchte, in dem Fall eben über diese Werbeanzeigen. Und ich stehe eben nicht hinter nicht überspringbaren Werbeanzeigen. Man sollte sie immer überspringen können, also auf YouTube. Im Kino oder sonst wo ist das sicherlich nochmal was anderes, aber hier auf YouTube möchte ich für meinen eigenen Content einstellen können, wie die Werbung ausgeliefert wird. Kann ich jetzt aber nicht mehr. Das Einzige, worüber ich zum Glück noch die Macht habe, ist, wenn ich ein Video mache, das länger als 8 Minuten ist, dann kann ich Midrolls machen, was ich aber nicht mache. Darüber habe ich noch die Kontrolle. Und natürlich, ob die Monetarisierung ein oder aus ist. Man kann also leider ab jetzt nicht mehr sagen, dass man anhand dieser Videoanzeigen so einfach erkennen kann, wer ein Lurch ist und wer nicht. Wobei ich jetzt auch nicht jeden als Lurch abstempeln möchte, der unüberspringbare Werbeanzeigen anhat. Ich will es halt für meine Leute nicht. Die Midroll-Anzeigen sind ja immer noch so, dass man sie selbst setzen kann. Und wer da sehr viel reinhaut, der zeigt sich eben auch nach außen her als jemand, der, ja, ich will jetzt auf gar keinen Fall von Geldgeilheit oder irgendwas sprechen, aber man kann es auf jeden Fall übertreiben mit der Werbung. Und YouTube übertreibt sie jetzt auf jeden Fall auch. Das neueste Video hier, diese Subtick-Update-Geschichte, das läuft mit diesen neuen Einstellungen bereits. Und ja, es gab zwar bis jetzt keine Beschwerden. Ich nehme an, weil auch viele neue da wiederum reinkamen. Immer wenn meine Videos gut geklickt werden, sind das 60, 70, 80% Nicht-Abonnenten. Also sowieso Leute, die von woanders kommen. Viele sind sicherlich schon gewohnt, dass es so viel Werbung gibt. Aber meine alteingesessenen Leute sind bestimmt überrascht, wenn plötzlich unüberspringbare Videoanzeigen kommen. Das Video ist also praktisch auch für die schon mal direkt so eine kleine Warnung oder Erklärung, weswegen das jetzt leider so ist. Und von mir eben auch so ein bisschen Ventil, um Druck abzulassen und das einfach mal zu zeigen, was für ein Scheiß die da treiben. YouTube ist auch sowieso schon seit Jahren in der Kritik mit der ganzen Werbung. Und jetzt
zwingen sie die Creator noch, wenn man Geld mit seinem Content verdienen möchte, dass du aber auch wirklich die volle verschissene Schippe fahren musst. Also die Leute ja auch von dir wegtreibst eigentlich. Wenn jemand brandneues hinkommt und sich ein Video anschauen möchte und dann kommt dann halt dummerweise eine 3 Minuten lange unüberspringbare Werbeanzeige. Ich weiß nicht, wie lang die sind, die unüberspringbaren Teile. Aber ne, wenn dem so wäre, dann denkt er wahrscheinlich nicht allzu lange drüber nach und geht dann lieber woanders hin. Wobei jetzt ja überall, wenn du monetarisierst, die Kacke an ist. Es ist nervig, es ist wirklich nervig. YouTube hat uns Creatoren damit ein großes Stück Freiheit genommen, wie man seinen Content vermarktet. Also finde zumindest ich finde das irgendwie kritisch. Vielleicht sagt ihr ja, ach komm, ist ja gar nicht so schlimm. Aber mich stört's auf jeden Fall. Ja, Rant Ende, das war's schon. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die Kommentare. Ich habe jetzt hier auch kein Giveaway reingemacht. Es ist 4.50 Uhr Samstagmorgen. Wir haben gerade den Stream beendet und ich wollte es aber noch fertig machen, weil meine Mädels, meine Frau und meine Tochter, die wollen morgen oder jetzt dann heute am Samstag was unternehmen. Das heißt, ich muss dann schnell ins Bett. Ja, haut da rein. Danke für alles. Bis zum nächsten Video. Lass es krachen. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.